Ich heiße euch herzlich willkommen zurück bei Planet Base und der Gunja, also mir, dem Gunja. Ja, wir warten jetzt aktuell darauf, dass hier, ah, da ist ja wieder einer drin. Entschuldigung. Dass da die Prozesse voranschreiten. Weil dann haben wir nämlich zeitnah unser Lager fertig, können das Ding hier auflösen. Was genau es uns noch bringt, das weiß ich nicht so genau. Wir brauchen also 1, 2, 3, 4 mindestens von diesen lustigen Metallbausteinen. Dann wird da auch irgendwie ein Schuh draus. Sprich, dann können wir auf jeden Fall schon mal die Kranken und Verletzten versorgen. Und dann ist der nächste Schritt, die Landeplattform zu errichten. Die wird auch hier vorne in diesen Bereich reinkommen oder hier. Ich weiß es. Ich denke mal aber eher hier. Und dann werden wir nur Biologen anfordern, weil dann kommt hier hinten in das Labor, werde ich dann ganz viele, oder das heißt viele, ich werde auf jeden Fall welche von diesen Retortenfleischgeschichten hinbauen, weil die halt einfach Nahrung bieten, auch zusätzlich Nahrung. Natürlich in der Hoffnung lebend, dass wir, ich sag mal, zwei, drei, im besten sogar noch vier Biologen bekommen könnten, weil dann läuft hier hinten unsere lustige Farm auch ein bisschen besser. Dann könnte man hier an diesem lustigen Fleck, der da gerade zwischen den beiden frei ist, also hier, noch irgendwie Pilze oder sowas anbauen, weil sonst hat es ja alles keinen Wert. Also da ist aktuell ein Biologe. Ich habe mir das gerade eben nochmal ordentlich durchgelesen. Pro Biologe rechnet man so 2 bis 3 Pflanzenstöcke. Ist ja auch irgendwo sinnvoll. Und ja, das ist so das, was wir in der näheren Zukunft machen wollen. Ich plane jetzt auch nicht weiter als eine Folge, weil die Erfahrung mir gezeigt hat, du scheiterst eh. Nein. Es ist einfach sonst nicht vorhersehbar, was sonst passieren kann. Wir haben es vorhin in meiner vorherigen Kolonie gesehen, dass da ein Meteorineinschlag ausreicht, um 3 Leute verhungern zu lassen oder 2. Ich weiß es nicht mehr genau. Vielleicht war auch nur einer, keine Ahnung. Aber das ist halt das, was wir jetzt so versuchen zu tun. Da sind 2, da sind 4. Warte mal, dann schalten wir den wieder ab. Und Baladeño. Ist da einer drin? Da ist einer drin. Okay. Brauchen halt unbedingt da hinten den. Also, das sind 3 und 4, ja. Komm schon. Das ist eine Ingenieurin. So, wen haben wir hier? Eine Sanitäterin. Das sieht schwer nach auch noch einer Ingenieurin aus. Ach, die erwischt man nicht. Bei den hier oben, ne? Berlin K. Milz. Eine Frau. Ich wusste gar nicht, dass Berlin ein Name ist. Oder dass es als Name missbraucht wird. Bubele. Ist Stadtname. Ach komm, wir nennen unser Kind Köln. Oder Dubai. Das ist genauso bekloppt, dass man seine Kinder London oder Paris nennt. Das ist doch bescheuert. Das ist ehrlich. Ich meine, ja, es sind schöne Städte, aber das war es dann halt auch schon. Das sind Städte. Das ist Stein, das ist Wasser, das ist Erde. Aber nicht irgendwie mit Gehirn. Technisch, ja, das ist ein Gehirn. Technisch gesehen, aber mehr auch nicht. Dann waren das doch schon. Ja, genau. Ja, genau. Letzte Arbeiterin, die ich glaube, ich habe, die gesund ist. Ihr wollt mich doch verarschen. Ihr wollt mich doch verarschen, ganz ehrlich. Ist doch ein schlechter Witz, ey. Das gibt's doch nicht. Weißt du was? Ich habe jetzt keinen Bock mehr. So, das kostet 1, das kostet 1, das sind 2. Tschüss. 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 Und Krankenstation, du. Das hat sonst einfach keinen Sinn mehr.
Also ich sehe aktuell keinen höheren Sinn mehr. So, dann räumt die Scheiße darüber, dann kommt er jetzt auch in eine Krankenstation an. Ist anders als geplant, aber meine Güte, es geht anscheinend nicht anders. Das meinte ich übrigens gerade eben mit Planen, also das kannst du vergessen. Dass du da irgendwie gescheit oder erfolgreich planen kannst, das ist vorbei. So. Das ist zwar ein Endpunkt, das ist mir durchaus bewusst. Aber wie gesagt, das Spiel will es ja anscheinend nicht anders. So. Damit er gar keiner erst auf den Gedanken kommt, da was anderes hinzubauen als das, was ich will. Wo ist eigentlich unser Sanitäter? Wir hatten noch die ganze Zeit einen. Sieht so ein bisschen aus, als würde er da rumstehen, tatsächlich. Weiß auch nicht. Da ist unser Sanitäter auch. Nee, kann nicht tot sein. Ist der Seite, der Sanitäter lebt noch. Ah, unser Sanitäter hat Medizin geholt. Schlaues Kerlchen. Schlaue Dame, Entschuldigung. So, und du wirst wieder fit gemacht und dann geht's weiter. Sehr schön. Fischen wir jetzt uns hier drei von diesen Teilen raus. Das ist, glaube ich, auch nicht so verkehrt. Dann machen wir 50-50 Landeplattform und die Landeplattform, sprich 50% Arbeiter, 50% Biologen. Ich muss es ja irgendwie hinkriegen, dass sie hier überleben. Also es kann ja wohl schlecht sein, dass ich da es nicht gebacken bekomme, dass die Leute als wir am Wegsterben sind. Sind 5. Mal kurz was von meinem erfrischenden Getränk zu mir nehmen. Ich entschuldige mich für eventuell klappernden Lärm. Quietsch, quietsch, quietsch. Ja, Energietechnik müssen wir dann auch demnächst mal nochmal in Angriff nehmen. Ja, das wird daily eng. Das wird daily, daily eng. Okay, da ist noch einer drin. Da hätten wir zwei.
warten wir noch kurz, bis die auch fertig ist. Sehr gut. So, dann kann die eine Arbeiterin nämlich wieder rausgehen. Damit die wieder ein bisschen vorproduzieren. Und, ja. Hat ein bisschen was von dem Hub. Bis da 6 Stück wieder voll sind. Also ich finde die Hubzoller. Hoppe ich hier noch in meinem lustigen Soundboard rum. Ich muss ehrlich sagen, ich finde den Sound irgendwie echt entspannt. Muss ich ehrlich sagen. Find's angenehm. Hat was Dezentes, aber auch nicht etwas Einschläferndes. Ja, mal so. So, zwei. Oh, da hat er sich was gebrochen. Sehr gefährliche Mine. Meine Meinung nach. Nein. So, meine lieben Arbeiterinnen und Arbeiter. Ich werde angerufen von einer Nummer, die ich nicht kenne. Es tut mir leid, liebe Nummer, aber was ich nicht kenne, esse ich nicht. Nein. Zudem ist eine unbekannte Handynummer ist, sorry, aber wenigstens vorher, wenn es eben irgendwie nationaler Kontakt ist, bitte vorher eine E-Mail oder sowas schreiben. Sagen, das ist übrigens meine Rufnummer. Darunter könnte ich anrufen. Bitte beachte dies. Ah, 3 Stück. Zack. Wird hier schon produziert, so ist richtig. Hoppiger Lobby. Und die Nummer 2 ist am Laufen. Yeah. So. Dann, wie gesagt, gleich noch die Dingens umstellen. In der Zwischenzeit können wir hier hinten schon mal neue Betten aufstellen. 4, 8. Das ist auch im Rahmen. Das ist okay. Dafür, dass man dann sagt, ja, okay. Da kommen ja dann noch welche dazu. Das ist dann die Nummer 3, da fehlt noch eine. Sehr gut. Wobei, warte mal, schau doch mal. Können wir hinten direkt noch das dritte und das vierte Bett hinstellen. Weil dann kommen die vielleicht hier mit dieser Bioplastenproduktion ein bisschen hinterher. 89, komm schon. Hochbett wurde gebaut. Hochbett wurde gebaut. Ingenieure. Landeerlaubnis, Basisverwaltung. Natürlich kommt man da nicht rein. So. Landeerlaubnis. Nur Kolonisten. Upsala. So rum. Entlassen. Tschüss. Ich brauche den Platz. Oder habe ich jetzt Biologen und Arbeiter? Ja. Langsam wird's. Nichtsdestotrotz möchte ich jetzt endlich hier vorne ein Lager errichten. Kostet Artefakt 4,4, ne? Ach komm. 3,
Ja. Kurz gucken, will ich's wissen? Anscheinend, ja, besser als nichts. Ich hoffe, du bist ein Biologe, stehen bleibt. Ja, das wird doch schon mal. Es wird ein bisschen besser. So, weil dann baue ich nämlich da diese lustige Retortenfarm hin. Sie wollen es ja nicht anders. Dann arbeitet das hier nämlich auch alles ein bisschen besser. Wobei, dann können wir noch so ein lustiges Spaßcenter hier irgendwo hinbauen. Nein, das mache ich erst, wenn das Lager steht. Geht genau auf Null aus. Sehr irre. So, wer kommt jetzt da an? Ein weiterer Biologe, sehr schön. So, ich will zusehen, dass wir Minimum 5 Biologen haben. Wir haben hier hinten, da können wir jetzt nämlich noch ein paar Zwiebeln dazu basteln. Haben wir jetzt 6 Pflanzenbereiche. Und 4 Biologen. Wenn du dann rechnest, ein Biologe abgezogen für die Retortengeschichte, dann kann man sich darüber weiter darüber unterhalten, über nähere nächste Geschäfte. Sagen wir so. Entschuldigung. So, da kommt jetzt noch so ein Bioplastikprozessor hin, oder? Nee. Doch. So, und ob wir denn jetzt noch den 5. bekommen, das warte ich jetzt mit dem nächsten Schiff ab. Ich hoffe, dass es funktioniert, also dass wir jetzt noch den 5. Biologen dazu bekommen. Und da kommt er auch schon. So, gucken. Ist auch abgespaced auf dem Schiff, ne? Jo, wen haben wir da Schönes? Auf jeden Fall ein Arbeiter, oder? Ein Arbeiter und Biologen, jawohl. So, sehr schön. Gut, dann hätte ich behauptet, haben wir unser Tagesziel oder Folgenziel heute erreicht. Ich bin gerade aus Versehen gegen das Mikro gekommen, deswegen hat es geklappert. Wir haben unser Folgenziel erreicht, würde ich behaupten. In der nächsten Folge kümmern wir uns darum, dass das Lager da hinten fertig wird, dass der unsere kommende, ankommende Fähre, unser Erstraumschiff verschwindet und das alles ins Lager kommt. Da hinten wird dann mal schauen, was wir dann in der nächsten Folge so machen. Also dann, würde ich behaupten, sehen wir uns in der nächsten Folge und in diesem Sinne, schönen Tag, Abend, Morgen, wie auch immer, wann ihr das denn auch schaut. Bis denn, tschüss.